Heute gibt es den besten Käsekuchen der Welt, nämlich den Käsekuchen nach meiner Oma, ihrem Rezept. Und hierfür nehmen wir erstmal eine Backform, tun die Fetten und mit Backpapier ausgleiten und mit Paniermehl ausstreuen, sodass wir später den Kuchen besser lösen können. Für mehr Rezeptvorschläge abonniert den Kanal und speichert euch das Ganze ab, dass ihr es nachmachen könnt. Dann geht's auch schon an den Kneteig. Hierfür brauchen wir Weizenmehl, Backpulver, Zucker, Eigelb, Wasser und Butter. Das Ganze zerkneten wir zusammen zu einem Teig und drücken es dann in die Backform auf den Boden und ziehen es auch am Rand hoch. Und dann geht's auch schon an die Füllung. Für die Füllung brauchen wir Eiweiß, eine Prise Salz und die Hälfte des Zuckers. Das schlagen wir steif, also zur Baiser, also wirklich 5 Minuten am besten mit der Küchenmaschine schlagen. Dann nehmen wir Eigelb, den Rest von Zucker, Quark, Vanillezucker, Zitronenschalen, Abrieb, Sahne und rühren das Ganze 1 Minute glatt. Dann wird von Dr. Oetker die Käsekuchenhilfe untergerührt kurz und dann der Eischnee untergehoben. Dann wird die Masse in die Springform gefüllt und glatt gestrichen und dann bei 170 Grad im vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze für 70 Minuten gebacken. Wenn die 70 Minuten fertig sind, schaltet ihr den Backofen aus und lasst den Kuchen aber noch 10 Minuten im ausgeschalteten Backofen ruhen. Glaubt mir, das braucht ihr, sonst könnte es passieren, dass der ganze Kuchen reißt. Dann nehmt ihr den Kuchen raus, lasst ihn außen abkühlen, löst ihn von der Form und fertig. Meine Mutter ist letzte Woche 70 geworden und hat sich eine Zitronentorte gewünscht. Den Wunsch habe ich ihr natürlich erfüllt. Und für mehr Rezepte abonniert den Kanal und speichert euch das Ganze ab, dass ihr es nachmachen könnt. Ich habe die Zitronentorte nach Kikis Kitchens Rezept gemacht und als erstes habe ich mal den Backofen auf 180 Grad eingeschalten zum Vorheizen, dann den Backring auf ca. 20 cm eingestellt und dann ging es schon an den Teig. Hier nehmen wir die Eierzucker, Salz, Vanilleextrakt, verrühren das Ganze mindestens 5 Minuten, geben dann Sonnenblumenöl hinzu und die trockenen Zutaten Mehl und Backpulver gesiebt, so dass das Ganze eine Masse ergibt und dann kommt es in den Backring und geht für 38 Minuten in den Backofen. Bitte macht die Stäbchenprobe. Dann geht es auch schon an die Creme. Hierfür brauchen wir Mascarpone, Puderzucker, den Abrieb einer Bio-Zitrone oder auch den fertigen Abrieb, den man von Dr. Oetker zum Beispiel kaufen kann, Sahne und Sahnefest. Das Ganze wird zusammen verrührt, bis eine feste Masse entsteht und dann stellen wir das kalt, bis der Boden fertig ist. Der Boden wird abkühlen gelassen, dann vom Ring gelöst und dann in 3 Teile geschnitten. Die Creme fülle ich in eine Spritztüte um und dann wird außenrum werden Tupfer gespritzt und in der Mitte wird es quasi ganz einfach verstrichen. Bevor wir das aber machen, geben wir Lemon Curd mit auf den Boden für den zitronigen Geschmack. Und dann wird das Ganze geschichtet, bis man oben fertig ist. Und den Abschluss mache ich dann nur noch mit Tupfer der Creme. Und ich habe mir dann eine individuelle Deko für den 70. überlegt. Heute gibt es den weltberühmten San Sebastian Cheesecake nach Kikis Kitchens Rezept. Für mehr Rezeptvorschläge abonniert den Kanal und speichert euch das Ganze ab, dass ihr es nachmachen könnt. Als erstes nehmen wir uns eine 20 cm große Springform. Die gleiten wir mit Backpapier aus. Am besten fettet ihr die Ränder ein und stellt das Backpapier dann so rein, wie ihr es hier sehen könnt. Wir heizen dann den Backofen auf 240 Grad Umluft vor und kümmern uns dann um die Masse. Erstmal nehmen wir Frischkäse und Zucker, verrühren das leicht zusammen. Dann nehmen wir Speisestärke, sieben die rein, rühren nochmal leicht. Dann geben wir 5 Eier in eine separate Schüssel, rühren die erstmal zusammen und geben sie dann zur Masse. Und dann noch die Sahne, Zitrone und den Vanilleextrakt auch zusammenrühren und zur Masse geben, dass alles zusammen verbunden ist. Wir wollen auf keinen Fall Luft reinschlagen, deswegen vorsichtig rühren. Und dann füllen wir das Ganze in die Springform und klopfen das richtig fest auf der Küchenplatte auf, dass die Bläschen weg sind und geben das Ganze für ca. 32 Minuten in den Backofen. Dann, nach der Backzeit, holen wir den Kuchen raus und lassen ihn mindestens 4 Stunden abkühlen in Zimmertemperatur. Am besten ist es sogar über Nacht, weil innen der Kern bleibt, wie es für den San Sebastian üblich ist, flüssig. Und probiert's aus, schmeckt lecker! Letzte Woche hatte mein Mann Geburtstag und ich habe ihm eine Überraschungs-Erdbeersahnetorte gemacht, eine 2-stöckige und als erstes habe ich Biskuitboden gebacken. Den einen Biskuit in einer 26er Springform und den anderen in einer 20er Springform, also ganz easy. Und zwar habe ich das Eiweiß vom Eigelb getrennt, habe dann das Eiweiß mit der Hälfte des Zuckers und mit Salz steif geschlagen, dann das Eigelb mit dem restlichen Zucker und Vanillezucker mindestens 5 Minuten verrührt, dann das Ganze untergehoben und dann die trockenen Zutaten, Speisestärke, Backpulver und Mehl gesiebt, untergehoben. Dann das Ganze in die Springformen gefüllt und gebacken bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 30 Minuten. Und ja, macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Dann abkühlen lassen, dann habe ich Erdbeeren klein geschnitten, also es waren 1,5 Kilo Erdbeeren. Dann habe ich 3 Liter Sahne tatsächlich genommen, habe die steif geschlagen und dann ging es schon ans Schichten. Ich habe die Böden jeweils in 2 Hälften, also in 3 Hälften geteilt quasi, habe dann Sahne drauf gestrichen, Erdbeeren drauf gegeben und das Ganze gestapelt, dann mit Sahne zugestrichen und mit einer 38 versehen.
Heute gibt es einen New York Cheesecake nach Kikis Kitchens Rezept. Für mehr Rezeptvorschläge abonniert den Kanal und speichert euch das Ganze ab, dass ihr es nachmachen könnt. Als erstes heizen wir den Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vor und kümmern uns dann um den Keksboden. Wir brauchen 200 Gramm Vollkornkekse, die wir schreddern, 85 Gramm Butter, die wir mikrowellenherd schmelzen und 20 Gramm Zucker. Alle drei Zutaten in eine Schüssel verrühren und in eine 26 cm große Springform, die mit Backpapier ausgekleidet ist, den Boden mit einem Glas reindrücken. Dann geht's an die Masse. Hierfür brauchen wir 900 Gramm Doppelrahmfrischkäse, 120 Gramm Sahne, 5 Eier, 220 Gramm Zucker, 40 Gramm gesiebte Speisestärke, 1,5 Esslöffel Vanilleextrakt und den Abrieb einer Bio-Zitrone. Das Ganze in eine Rührschüssel und zu einer geschmeidigen Masse verrühren, über den Keksboden kippen und in den Backofen bei 220 Grad für 10 Minuten. Nach 10 Minuten schalten wir den Backofen auf 110 Grad runter und backen weitere 60 Minuten. Dann öffnen wir den Backofen, stecken einen Kochlöffel rein, dass der Backofen mit dem Kuchen innen drin auskühlen kann, und dann holen wir ihn raus und